Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Vor dem Spiel bei Atalanta Bergamo gedanken die Spieler von AC Florenz ihres verstorbenen Kapitäns Davide Astori. Urheberrecht Getty Images. Ein Jahr nach dem Tod von Davide Astori gedenkt die Serie A mit einer besonderen Geste des Fiorentina-Kapitäns. Weggefährten Astoris schießen die Tränen in die Augen. Während des Spiels zwischen Atalanta Bergamo und AC Florenz 3:1 ist es in der Serie A zu bewegenden Szenen gekommen. In Gedenken an den im vergangenen Jahr verstorbenen Davide Astori wurde in der 13. Minute ein Foto des früheren Florenz-Kapitäns gezeigt, das Bild war 13 Sekunden lang zu sehen. Die 13 war Astoris Rückennummer. Die Fans im Stadion erhoben sich von ihren Plätzen. Spieler brechen in Tränen aus. Der Slowen Josip Jelicic, der bei Florenz einer von Astoris engsten Freunden war und der inzwischen in Bergamo spielt, brach in Tränen aus. Fiorentina-Trainer Stefano Pioli und weitere Spieler hatten ebenfalls Tränen in den Augen. Auch in den anderen Stadien der Serie A wurde Astori gedacht. Die Erinnerung an Davide ist für alle Fußballfans noch sehr lebendig, sagte Liga-Präsident Gaetano Miksic. Er war ein außerordentlicher Kapitän und ein Beispiel sportlicher Loyalität auf und neben dem Spielfeld. Daher ist ein gebührendes Gedenken wichtig.